Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Untergrund von New York. Wir können jetzt also nach New York reisen bald, aber da wir in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen ja viel mit der Hauptmission weitergespinnt haben und jetzt ja schon Sequenz 7 sogar beendet haben und so weiter und jetzt ja auch diesen Herren kennengelernt haben, dessen Vater ja auch mal Assassine war, den uns ja Achilles vorgestellt hat und so weiter, wollen wir uns jetzt mal weitere Missionen annehmen. Und da viele ja diese maritimen Missionen so geil fanden, will ich mal ganz kurz hier rüberdüsen, einfach zu unserem Hafenmeisterfreund. Ich glaube, Faulkner heißt der Gute. Unser Schiffsbehüter, der erste Mat oder was es auch immer ist, der erste Offizier, ich weiß es nicht. Wir sind ja der Kapitän des Schiffs und dafür haben wir ja sogar diese tolle Kluft hier, die wir dann kriegen. Das muss ich natürlich auch noch machen, hier dieses Vorerobern und so weiter. Aber ich wollte jetzt mal gerade noch eine kleine Seefahrtmission machen hier in dieser Folge von Let's Play Assassin's Creed 3. Und wir gucken mal... Ah, oh, da wollte ich doch nicht runterfallen. Mann. So, jetzt hier einmal kurz Rumpfverstärkung aus Holz. Haben wir noch keine Kohle für, ne? Hätte ich doch mehr Rotröcke ausplündern müssen letztens. Gut, aber wenigstens können wir eine neue Mission annehmen. Und zwar, was haben wir hier? Die Rettung. Ja, dann machen wir das auch nochmal. Und hier sind auch noch ganz viele maritime Missionen. Die Hendersons in Nöten. Oder auch St. Augustin, den Weg ebnen. Sollen wir sowas vielleicht erstmal machen? Die Henderson gegen britische Freibeuter verteidigen. Ja, vielleicht machen wir das erstmal. Dann fahren wir mal ein bisschen weiter weg. Und danach machen wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen die Rettung. Aber jetzt hier erstmal in dieser Folge noch ein bisschen hier Späßchen. Und so weiter und so fort. Mit den Hendersons, die wir retten müssen. Die Folgen sind ein bisschen kürzer geworden im Moment, weil ich viel zu tun habe. Bitte das entschuldigen, die werden dann bald auch wieder länger. Ostküste, 1773. Ja, der Adler ist zurück. Auf hoher See. Scheiße, die Henderson sieht jetzt schon nicht mehr so gut aus. Hat er schon jetzt was abbekommen? Okay. Moment mal kurz. Ach so, da kann ich auch die Kanonen verstauschen. Bam! Oh, fuck. Jetzt habe ich die Henderson getroffen. Sorry, aber dafür haben wir ein ganzes anderes Schiff untergehen lassen. Ein bisschen Schwund ist immer hier im Krieg. So läuft das. Oh. Okay, die müssen wir kriegen. Kommt. Freunde. Ja, jetzt muss ich auch was, was sie. Scheiße. Moment. Bam. Wir müssen Henderson helfen. Eine schwere Schlacht schlagen. Kommt schon, nachladen, Leute. Wir haben keine Zeit. Der Adler muss helfen. Feuer! Feuer! Bam! Yeah, und jetzt auf der anderen Seite loslegen. Kommt schon, nachladen, Freunde! Freizeit abgeben! Und nochmal! Nachladen! Feuer! Ja! Und die Henderson wäre gerettet nach einer starken Schlacht. Die Henderson in Nöten. Ah, es ging ja recht schnell. Da können wir eigentlich noch so eine Mission machen. Die Henderson habe ich aus Versehen selber getroffen. Hat ein bisschen mehr Schaden bekommen als ursprünglich geplant. Ich weiß, ja, aber so passiert das. Ach, jetzt können wir uns mal hier die Kapitänskluft genauer reinziehen. Ich muss ja sagen, die maritimen Missionen machen unglaublich viel Spaß. Aber wahrscheinlich würde man sich so ein Game gar nicht kaufen, wenn es nur maritime Missionen geben würde, oder? So, jetzt können wir theoretisch noch so eine Mission machen. Würde ich auch sagen, komm, machen wir direkt noch eine. So, interagieren. So, und jetzt müssen wir gucken, was wir noch zu tun haben. Ach, guck mal, hier auch karibische Missionen.
Ein Hilferuf. Suche nach der Somerset. Brennende Dämmerung. In tiefster Nacht. Den Weg ebnen. Machen wir das mal. Herausfinden, was in der Nähe des Leuchtturms passiert. Diese maritime Mission gehen wir ebenfalls ein. Genau. Ja, und ich hatte es ja ganz kurz angesprochen, dass die Folgen im Moment ein bisschen kürzer sind, weil ich ja sehr viele Spiele aufnehme, weil ich sehr viel zu tun habe noch und diese Woche auch noch viel unterwegs bin. Deswegen, damit ihr dann auch jeden Tag eine Folge bekommt, sind die im Moment ein bisschen kürzer, werden aber alle dann auch Mann auf Gefechtsstation! Ostküste, 1773 und wieder sticht die Aquila in See. Wir müssen gucken, was mit diesem Leuchtturm los ist. Das Gebiet um den Leuchtturm untersuchen, mysteriös. So richtig Fluch der Karibik mäßig. Mysteriös. Was ist das mit diesem Leuchtturm? Was hat es mit dem nur auf sich? Sind hier Piraten? Sind hier britische Schiffe? Und die Engländer haben ja die Piraten unterstützt. Es gab ja Freibeuter. Francis Drake wisst ihr vielleicht. Kennt ihr wahrscheinlich. Alle, die mein Uncharted-Let's Play gesehen haben, die werden ihn auf jeden Fall kennen. Und das ist dieser Leuchtturm, aber Schiffe durch Rammen zerstören ist ein optionales Missionsziel, was ich natürlich nicht eingehen werde. So, jetzt halten. Halten. Feuer! Fuck, nicht getroffen. Zu schnell bin ich. Holt das Tuch ein! Kein Tegel! Feuer! Und adios! Jetzt aber. War das aber gut getroffen. Fuck, die wollen mich rammen, die Säcke. Wie können die nur? Breitseite abgeben! Ja, ein bisschen halbe Segel soll ich schon einsetzen hier. Okay. Die Schlacht ist noch nicht gegessen. Bam! Okay, einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Jetzt nehmen wir die Schiffe auf einmal. Drehbasse, Feuer! Diese maritimen Missionen sind der Hammer! Feuer! Ja, macht sie fertig! Yeah! Oh, die war nicht gut? Ah, das Schiff kommt mir genau in den Radius und das kommt mir gelegen. Schade. Der Kahn hält ein bisschen mehr aus. Bam! Okay, und das letzte. Das letzte Schiffchen. Kanonen laden! Feuer! Frei! Yo! Die Angreifer werden ausgeschaltet mal wieder. Unschlagbar, die Aquila. Na, wir werden sehen. Den Weg ebnen. Haben wir auch erledigt. Können wir direkt noch eine Seefahrermission machen. Mensch, hier hagelt es ja quasi von Seefahrermissionen. Rammen habe ich jetzt nicht gemacht. Muss ich aber auch dazu sagen, dass mir auch dieser Rammsporn fehlt am Schiff vorne. Den kann man auch dazu kaufen. Den habe ich aber noch nicht leisten können mir. Dafür bin ich noch zu sehr ein armer Schlucker. Hier, unser Connor hat zwar eine tolle Uniform, aber ist noch ein armer Schlucker. Ich finde cool, wie die Uniform aussieht. Sieht echt stylisch aus. So, und da wir jetzt eh schon noch eine Mission angefangen haben, machen wir jetzt auch noch eine. Komm. Noch eine maritime Mission. Die gehen ja rapzap hier. Frühstücken wir die eben ab hier. Risikofaktor der Route 30%. Risiko, Missionsbelohnung minus 25. Oh, das ist schon... Die sind schon schwerer, glaube ich, hier, die. Die sollten wir dann vielleicht erst später machen. Machen wir jetzt hier. Die machen wir auch noch hier in tiefster Nacht. Der St. James, dem berüchtigten Freibeuterschiff, hinterherjagen. Diese maritime Mission starten. Ja, und die Briten hatten ja damals sogar Freibeuterschiffe, die die portugiesischen und spanischen Goldgaleeren da, Galeonen, angegriffen haben und dann ausgebeutet haben, gekapert haben. Und das unter dem Zettel des königlichen Hauses, der britischen Krone, Ostküste, 1773. Einen Freibrief haben die Piraten dafür bekommen, diese spanischen Galeeren, Galeonen zu erobern. So.
an die St. James anschreiben. Kein Segel! Kein Segel! Kein Segel! Alles einholen! So, jetzt langsam aber sicher anschleichen an dieses Freibeuterschiff. Halbes Segel setzen! Halbes Segel, Männer! Und jetzt hier, stoppen wieder. Bringt sie zum Stillen! Auf halbes Segel und ein Halt! Als würden die nicht merken, dass wir hinter denen sind. Ich glaube, die haben es mittlerweile gecheckt. Okay, wir müssen hinter dem Schiff bleiben. Ich denke mal, da liege ich richtig mit, wenn wir jetzt hier hinter diesem schönen Kahn bleiben. Ach, guck mal, der Faulkner. Der ist auf jeden Fall nicht seekrank. Ich düse jetzt nochmal mit halbem Segel rum, weil mit vollem Segel, dem vertraue ich noch nicht ganz. Wo wollen die hin? Wo will die St. James hin? Wo wollen diese Räuber und Piraten? Volles Segel! Die wahrscheinlich für die britische Krone hier. So, volles Segel. Genau, hinterher. Mit unserem schönen Schiff. Bisher liefen die maritimen Missionen ja doch sehr gut. Zwar die optionalen Ziele nicht alle erledigt, aber dafür Hauptsache die Mission geschafft. Das ist ja meine Hauptmission, die Mission zu schaffen, sage ich mal. Dass ich die optionalen Ziele nicht alle hinkriege, ist klar. Cool. Ach du Scheiße. Alter. Bäm. Dreier. Flotter Dreier. Oh nein. Die St. James. Feuer. Okay, andere Seite. Komm schon. Bams! Alter, wie viele Schiffe! Feuer! Boah! Scheiße, das wird übel! Boah, wie viele Schiffe! Ah, die Aquila! Der Adler! Ist so schnell nicht zu stoppen! Feuer frei! Bam! Und die Kleinen hier nehmen wir auch noch hoch. Wir haben noch nicht geladen. Ja, da ladet schneller, Mann! Da Kasse, Feuer! Haltet ein, Freunde! Wir schaffen das. Okay, schnell nachladen, bevor die Breitseite ausräumen. Scheiße, 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 scheiße. Feuer! Schlecht. Na, das wird jetzt interessant. Bereit zum Feuern! Treffer! Bereit zum Feuern! Feuer! Feuer frei! Volle Möhre, rein da! Und nochmal! Lade nach! Schneller, Männer, schneller! Bereit machen! Breitseite abgeben! Okay, die haben auch ein bisschen getroffen. Das Schiff brennt schon. Und wir gehen vor diesem Kahn. Das heißt, wir haben echt einen Vorteil. Jetzt! Die wollen uns doch nicht etwa rammen, oder? Jetzt! Feuer! Okay, ihre Kanonen sind bald platt. Da ist nichts mehr mit Freibeuterschiff. Oh, jetzt sind wir voll. Ah! Feuer! Oh Mist, oh Mist. Achtung, in Deckung gehen. Runter, Männer! Und jetzt wieder hoch. Lade die Kanonen. Okay, volles Segel. Hinterher. Wir kriegen das Schiff auf jeden Fall. Piraten ahoi! Wir Piraten da draußen, ihr Freibeuter. Okay, warten. Geduld ist die Tugend des Jägers. Feuer! Ja! Die St. James und ihre Begleitflotte ausschalten. Das hätten wir erledigt. Mit Bravour sogar. In tiefster Nacht.
haben wir das gemacht. Die alle ausgeschaltet, die anderen Schiffe. Was für eine geile Mission auch wieder. Also diese Maritim-Mission, ich feiere die ja sowas von, das ist ja schon echt feierlich. Sehr schön hast du das gemacht, lieber Connor. Guter Kapitän bist du, ein guter Kapitän. Und ich würde mal sagen, das war's dann auch für heute von den maritimen Missionen. Wir haben jetzt schon wieder 15 Minuten gezockt, die obligatorischen. Und da werde ich dann bald wieder längere Folgen raushauen. Jetzt die nächsten werden so Standardlänge haben, aber das macht ja nichts. Vielleicht widmen wir uns danach mal wirklich diesem Vor. Das müssen wir auch noch infiltrieren und erobern. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge mal. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Aquila sitzt wieder im Hafen und es ist alles gut. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns dann in Kürze wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed. Oder halt eben bei einem anderen Let's Play. Bis dahin, Freunde.